Der Zipfer-Fan-Event macht Station in Linz. Trotz wenig frühlingshafter Temperaturen schmeckt auch hier das Bier. Und es schmeckt uns Österreichern durchaus in größerer Menge. Wir haben mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 100 Liter einen sehr, sehr hohen Pro-Kopf-Verbrauch. Und Bier ist einfach ein idealer Durstlöscher. Und Bier ist nicht nur ein Gesellschaftsgetränk, sondern Bier ist auch ein Lebensstil. Ich kann mich erinnern, in die 60er, 70er Jahre, ja, ohne eine Kiste Bier nach dem Spiel ist da nichts gegangen. Und auch bei den Zuschauern, ohne Bier geht das einfach nicht. Außerdem ist Bier ein isotonisches Getränk. Und so man es nicht übertreibt, auch nach dem Sport durchaus gesund. Spieler trinken auch sehr gerne Weizenbier nach dem Spiel und auch einen Radler. Das reine Bier natürlich auch ab und zu, aber ein Weizenbier ist natürlich sehr erfrischend. Und Radler natürlich auch für den Durst sehr zu empfehlen. Bier enthält Elektrolyte und nach dem Sport bringt es dem Körper wieder Inhaltsstoffe zurück, die man vorher ausgespitzt hat. Und Bier ist halt die beste Erfrischung nach dem Sport. Auch wenn man alkoholfreies Bier trinkt, ist man sehr, sehr gut beraten. Und weil am Gründonnerstagabend der Ostersonntag nicht mehr weit ist, lässt sich Oberösterreich-Fußballpräsentator Wolfgang Ihrer aufs Eierpecken mit den Sportplatzbesuchern ein. Rasch gibt's 3 Sieger und als Belohnung eine Männerhandtasche, sprich ein 6er-Tragerl Bier. Unter ihnen SK Vöst-Legende Ferdinand Milanovic, der Eierpecken gegenüber Eiergoal bevorzugt. So einfach geht das, ne? Weil Ostern vor der Tür steht, ne? Dann gibt es also überall das Eierbecken. Sogar da am Platz, da in Edelweiß. Also ist eine rechte gute Veranstaltung mit heute einem Zipferbier und so weiter. Also es passt einfach dazu. Und in der Pause des Spiels Edelweiß gegen Dietach darf sich ein Edelweißer mit Bier aufwiegen lassen. 9 Kisten sind jetzt wie viel Kilo Körpergewicht? Keine Ahnung. Nachdem ich selbst keinen Wok daheim habe, schaue ich nie drauf und ich probiere es auch nirgends. Dafür weiß der Peter ganz genau, was mit dem Gewinn geschieht. Davon werde ich 3 Kisten der Mannschaft spenden und den Rest dem Verein zur Verfügung stellen, dass sie die ausschenken und vielleicht auch ein bisschen was davon einnehmen. Na dann, frohe Ostern und darauf ein Bier. Prost! Jawohl.